Und nun hat das Wort die Kollegin Petra Pau für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich beginne mit einem historischen Exkurs. Als geistiger Vater von Elena gilt ein gewisser Peter Hartz. Sie wissen, das nahm kein rühmliches Ende. Dann wurde Elena ein Ziehkind von Kanzler Gerhard Schröder. Auch das war kein gutes Omen für dieses Vorhaben. Später erhielt Interimsminister Michael Gloß, CSU, eine zweifelhafte Auszeichnung für Elena, nämlich den Big Brother Award. Kurzum, mit Elena ist kein Staat zu machen und wir sollten die Chance nutzen und Elena endlich in den Ruhestand schicken. Elena ist ein elektronisches System, mit dem persönliche Daten unbekannter Menge von zig Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zentral und auf Vorrat erfasst werden sollen. Ähnlichkeiten mit der Vorratsdatenspeicherung sind nicht zufällig. Das Bundesverfassungsgericht hat am 3. März 2010 geurteilt, unbestimmte Vorratsspeicherungen sind verfassungswidrig. Die Linke hält die ausufernde Speicherung von Arbeitnehmerdaten für verfassungswidrig. Und ich muss ehrlich gestehen, ich wünsche Elena lieber einen schnellen Abgesang im Bundestag als einen üblen Nachruf in Karlsruhe. Viel zu oft musste dort in letzter Zeit repariert werden. Es stimmt, man sieht es an der langen Geschichte, Elena führte lange ein Schattendasein, bis dann offenbar wurde, dass nicht nur Gehalts- und Steuerdaten zentral gespeichert werden sollen, sondern auch Daten über Krankheiten, Streikteilnahme, Kündigungen und anderes mehr. Das war vor 3 Monaten. Die Empörung schwoll an und flugs schwor die Regierung Besserung. Nun habe ich nachgefragt. Ich wollte wissen, welche Daten werden denn nun wirklich erhoben und zentral gespeichert? Vor 14 Tagen erhielt ich eine schriftliche Antwort aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Der Verfasser ist leider heute hier nicht anwesend. Aber ich sage Ihnen, diese Antwort ist eine Missachtung des Bundestages. Sie ist eine Irreführung der Bevölkerung. Und auch das spricht Bände darüber, wie die Bundesregierung mit Elena und dem Nachbesserungsbedarf, den sie ja angeblich selbst erkannt hat, umgeht. Nun hat heute die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen beantragt, das Vorhaben Elena auszusetzen und die vorgesehene Datenübermittlung strikt zu begrenzen. Dem wird die Fraktion Die Linke zustimmen. Aber unsere Forderung geht weiter. Wir wollen ein Moratorium für alle elektronischen Großprojekte, die datenschutzrelevant sind. Wir wollen, dass die Bundesregierung auf den Boden des Grundgesetzes zurückkehrt. So ein Moratorium müsste Elena betreffen, ebenso das SWIFT-Bankdatenabkommen, auch die elektronische Gesundheitskarte und die Passagierdaten, die auf Nimmerwiedersehen in die USA verschwinden. Zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch eine Rechnung. Elena soll einen finanziellen Nutzen von netto 85 Millionen Euro erbringen. Dafür sollen Daten von 40 Millionen Bürgerinnen und Bürgern erfasst und auf Vorrat gespeichert werden. Daten, die sich fortan jedweder Kontrolle der Beschäftigten entziehen. Daten, die einmal angehäuft große Begehrlichkeiten wecken werden. Daten, die laut Grundgesetz einen besonderen Schutz genießen. Noch einmal. In dem Fall für lumpige 2 Millionen Euro Gewinn je Datensatz sollen verbriefte Bürgerrechte von Millionen Bürgerinnen und Bürgern aufs Spiel gesetzt werden. Sie sehen, Elena ist ein Stiefkind des Schicksals. Lassen wir sie auch endlich ruhen.